Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam, ala Rasulullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister im Islam. Alhamdulillah, ein kleiner Trick für die Geschwister, die Probleme haben, Fajr aufzustehen oder sogar in die Moschee gehen wollen und es nicht schaffen. Und zwar auf deinem Handy Weckerfunktion. Stellst du einfach den Wecker, bevor du schlafen gehst, zum Beispiel halbe Stunde, Stunde vor Fajr auf 4.50 Uhr zum Beispiel. Machst du an. Solltest du den Wecker nicht hören, machst du 5 Minuten später an, 4.55 Uhr, und hast du immer noch Schwierigkeiten, 5 Minuten später 5 Uhr. Das heißt, du hast praktisch drei Wecker. Einmal 4.50 Uhr klingelt der Wecker, wenn du das nicht hören solltest, klingelt er 5 Minuten später um 4.55 Uhr. Solltest du immer noch nicht aufstehen, klingelt er dann um 5 Uhr. Das heißt, du hast drei Möglichkeiten, inshallah, aufzustehen. Das heißt, bevor du schlafen gehst, einmal den Wecker 4.50 stellen, dann 4.55, und normalerweise sollte es dann schon klappen. Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, dann machst du drei Wecker, stellst du 5 Minuten später auf 5 Uhr. Handy-Wecker-Funktion, ganz einfach. Sollte man ausprobieren, wenn man Schwierigkeiten hat. Und der Erfolg ist bei Allah, und man sollte auch nicht die Belohnung vergessen, das Gebet, also Fajr-Gebet in der Jama'a. Bist du erstmal unter Schutz von Allah, und ist viel Belohnung. Man kann selber nachlesen, wie viel Belohnung ist, wenn man Fajr-Gebet in der Jama'a betet. Wie gesagt, Handy-Wecker-Funktion, einfach 5 Minuten später stellen. Falls man den ersten Wecker nicht hört, dann 4.50 den zweiten. Wenn man immer noch Probleme hat, dann um 5 Uhr. Das heißt, man stellt dann drei Wecker. Aber normalerweise bei zwei müsste das schon funktionieren. Inshallah. Und wie gesagt, der Erfolg ist bei Allah. Das war eine kleine Nasiha, damit man das Fajr-Gebet pünktlich betet und sogar vielleicht sogar in der Jama'a, in der Moschee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.